Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Katja und heute starte ich einen neuen Vlog für euch. Ich bin gerade allein zu Hause, Vicky ist beim Volleyballtraining, ich habe heute kein Yoga. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, um für euch auch unter anderem Videos zu drehen. Und heute habe ich mir vorgenommen, die Bettwäsche für euch abzudrehen, die ich von der Marke oder Firma, ich glaube, das ist auch eine Firma, Zezo bekommen habe. Die Bettwäsche habe ich in Kooperation mit der Firma Zezo bekommen. Das heißt, sie ist mir kostenfrei zur Verfügung gestellt worden und ich werde mit euch meine ehrliche Meinung dazu teilen. Als ich angefragt wurde, konnte ich gar nicht Nein sagen, weil die Bettwäsche einfach sehr schön auf den Bildern aussah. Ich habe sie auch bereits ausgepackt und gewaschen und werde sie auch gleich bügeln. Und ich muss sagen, die Bilder haben gar nicht getäuscht. Also es sieht wirklich sehr schön aus. Als ich die Bettwäsche ausgepackt habe, habe ich es natürlich auch für euch abgefilmt, wie es verpackt war und wie die Bettwäsche dann nach dem Bügeln aussieht, zeige ich euch gleich. Aber erstmal musste ich nochmal die Bettwäsche, unsere alte Bettwäsche auch abziehen. Das mache ich gleich. Während ich die Bettwäsche abziehe, zeige ich euch, wie die Zezo Bettwäsche verpackt war. Und ich habe gedacht, auch in diesem Video können wir uns vielleicht mal unserer oder meiner Abendroutine widmen. Und diese Abendroutine ist nur dann so, wenn ich ganz viel Zeit habe, Zeit für mich. Und vielleicht mache ich auch noch eine Morgenroutine. Schauen wir mal, inwieweit ich die Zeit denn dafür habe. Ja, klingt spannend. Ich mag gern solche Videos selber schauen. Deswegen seid ihr herzlich eingeladen, jetzt erstmal auf die Pause zu drücken, euch was Leckeres einzugießen und ein paar Minuten für euch zu sein, zu entspannen und zu genießen. Dann ich gehe jetzt die Bettwäsche abziehen und bügeln und euch zeige ich, wie die Bettwäsche von Zezo bei mir ankam. Und hier haben wir meine Bettwäsche. So kam sie natürlich in einem Karton, aber so kam sie bei mir an. Insgesamt habe ich eine Bettwäsche bestehend aus 4 Teilen plus noch ein Bettbezug. Das heißt, das, was man über die Matratze drüber wirft. Mein Bett ist 200 auf 200 Meter groß und normalerweise besteht es auch nur aus 4 Teilen. Und bei mir sind jetzt aber insgesamt dann 5 Teile dabei, denn ich habe 2 Bettdecken und ich habe einfach die Firma angeschrieben, habe gesagt, ja, okay, ihr habt auf der Seite zwar, hier habe ich noch nochmal die ganzen Maßeinheiten. Ihr habt es für eine Bettdecke verfügbar, ob das möglich wäre, dass man mir das zunäht, dass ich dann 2 Bettdecken habe, denn ich habe keine eine Bettdecke. Und es war tatsächlich gar kein Problem. Sie sind meinem Wunsch nachgegangen und haben mir die Bettwäsche für 2 Bettdecken bereitgestellt. Und das fand ich natürlich super. So, jetzt weiß ich nicht, was hier drin ist. Ich habe gesagt, ich habe, wie gesagt, für euch das noch da gelassen, noch gar nicht ausgepackt und auch gar nicht gewaschen. Waschen muss man das bei 60 Grad, zumindest meine. Das ist reine Baumwolle, was wir hier jetzt haben, reine Baumwolle. Und bei niedriger Temperatur bügeln. Ich glaube, das ist der Bettbezug. Das ist die Decke. Nee, das ist der. Schauen wir mal. Oder sind das 2 Decken? Ach, das sind die 2 Decken, die extra für mich zugenäht wurden. Dann schaut mal, wie schön der Saum verarbeitet ist. Das ist doch traumhaft. Das ist natürlich traumhaft, wie das aussieht. Ich bin richtig gespannt, wie das sich dann macht im Bett. Ob es fast königlich, ne? Ja. Das sind die 2 Bettdecken, die wurden extra für mich angefertigt, passend für meine Bettwäsche. Hier haben wir einen Reißverschluss, der ist innen drin, also nicht wie gewohnt hier irgendwo außen, sondern so vernäht. Es gibt keine Naht, nichts, alles gut verarbeitet. So, dann schauen wir mal in den Karton hinein. Schauen wir mal hier hin, was hier drin
ist, wie das verpackt ist. Ach, schaut mal, das ist doch süß. Vielen Dank, dass Sie uns gewählt haben. Das ist doch süß. Hier ist natürlich alles einzeln verpackt. Das muss ich ja sowieso gleich alles auspacken und zum Waschen bringen. Auch wieder alle gebrandeten Beutelchen, die behalte ich alle. Die sind immer gut, ihr wisst ja, wofür ich das immer verwende. So, was haben wir da? Das ist ein Kopfkissenbezug. Wow, was sagt ihr dazu? Das ist doch schön. So, noch ein Kopfkissenbezug und da sind wahrscheinlich die Decken, habe ich. Was wird das denn sein dann? Schauen wir mal rein. Was wird das sein? Noch eine? Ah, noch ein Deckenbezug. Und das wird dann wahrscheinlich für... Ja, genau. Das wird dann das Betttuch sein, was man dann drüber legt. Nun gut, ich werde das jetzt auf jeden Fall alles schön auspacken, waschen. Und wir sehen uns gleich. Und frische Bettwäsche mag jeder. Das heißt für mich jetzt aber auch erstmal Arbeit. Bettwäsche abziehen, Bettwäsche waschen. Und ich werde sie auch irgendwann mal bügeln müssen. Und wenn wir schon dabei sind, dachte ich mir, ich werde diese kleinen Kügelchen endlich entfernen. Dazu habe ich mir ein Gerät beim Action gekauft. Leider ist das so schlecht. Das kann ich euch gar nicht empfehlen. Dennoch bin ich Herr der Kügelchen geworden und konnte alles vom Topper entfernen. Nach mehrmaligen Versuchen. Ihr seht das, wie ich die ganze Zeit zwischen drin mal das Gerät versuche aufzudrehen und zu gucken, warum es sich nicht dreht, aber naja, da gibt es bestimmt bessere Modelle. Und nun kann es endlich losgehen, frische Bettwäsche darf bezogen werden. So eine hochwertige Bettwäsche habe ich tatsächlich bei mir zu Hause noch nicht gehabt. Ich muss euch sagen, also okay, als ich den Preis gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist ein happiger Preis, 109 Euro, aber man muss bedenken, es sind 5 Teile. Wenn wir überlegen, was wir für Bettwäsche beim demselben IKEA zahlen. Also da zahlt man ja auch für ein Set, da ist ja ein Kopfkissen und eine Decke dabei, ein Deckenbezug, zahlt man ja auch schon so 40 Euro ungefähr. Ne? Und dann, wenn man für beide Parteien das kauft, sind wir auch schon bei 80 Euro. Und außerdem braucht man ein Spannbetttuch, wenn man sich ein gutes nimmt, dann zahlt man vielleicht auch so 20 Euro, denke ich mir schon. Und schaut euch mal diese Bettwäsche an, die ich euch jetzt zeige, wie schön und hochwertig die verarbeitet ist. Dieser Saum, das ist doch ein Traum. Und der Saum tatsächlich, das hat mich positiv beeindruckt. Der ist nur am Rand. Das heißt, wenn ihr euch schlafen legt, werdet ihr weder im Nacken noch im Gesicht, also vorne am Hals, diesen Saum haben. Er läuft rundherum um die Decke als auch um das Kopfkissen herum und berührt euren Hals, also Nacken beim Schlafen nicht. Das heißt, es wird einen gar nicht stören, also beim Schlafen. Und man kann ganz bequem auf dieser hochwertigen Baumwollbettwäsche schlafen. Und für euch gibt es auf jeden Fall einen Promocode, damit bekommt ihr 15% Rabatt auf die Bettwäsche. Der Promocode lautet KJ15, aber ich schreibe euch das natürlich alles unten in die Beschreibung hinein. Nutzt das gerne, ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Geschenk für irgendjemanden, der sehr viel Wert auf hochwertige Bettwäsche legt. Das ist auf jeden Fall viel besser als das, was man bei IKEA kriegt. Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Mir gefällt es auch, dass diese Reißverschlüsse nicht so am Ende liegen, sondern tatsächlich so ein bisschen innen drin. Und das Kopfkissen hat gar keinen Reißverschluss. Das heißt, man kriegt keinen Abdruck vom Reißverschluss aus Versehen ins Gesicht. Außerdem verspricht Setsu, dass bereits eine mechanische Vorschrumpfung vorgenommen wurde. Das sorgt dafür, dass der Stoff seine Form behält nach dem Waschen und sich auch gar nicht leicht verformt. Finde ich super, weil manchmal hat man ja das Bettwäsche gekauft, einmal gewaschen, gebügelt, draufgetan und beim zweiten, dritten Mal geht die Naht spazieren. Das finde ich ein bisschen, ja, so unangenehm. Ne? Also natürlich ist es ja
kommt auf den Preis an. Man kann für einen kleinen Preis nicht viel erwarten, aber hier hat man tatsächlich eine 5-Sterne-Hotelbettwäsche, würde ich mal sagen. Nun gut, ich werde mich auf jeden Fall jetzt bettfertig machen. Ich freue mich auf diese wunderschöne Bettwäsche. Ich glaube, ich werde wie eine Königin schlafen. Und wir sehen uns gleich im Bad zu unserer Abendroutine, meine Lieben. Die Arbeit ist erledigt und jetzt widme ich die restliche Zeit des Abends für mich. Als erstes möchte ich mich gern abschminken. Es ist schon Abend, das heißt, wir werden nirgendwo hin mehr hingehen. Sogar wenn die Vicky wiederkommt, ist es dann auch schon eher die Abendesszeit oder Teetrinkzeit und ins Bett geht Zeit. Und das Bett ist ja jetzt frisch bezogen. Ich hoffe, die Bettwäsche hat euch genauso gut gefallen, wie sie mir gefallen hat. Für meine Aftmake-Routine habe ich hier 2 Wattepads genommen und außerdem mein Bioderma-Abschmink Micellenwasser. Das benutze ich am allerliebsten. Das ist das Micellenwasser, was bei mir am wenigsten Irritationen verursacht und eigentlich gar keine. Ich benutze das super, super gern. Dazu mache ich ein bisschen Micellenwasser auf ein Pad und auf das andere Pad und werde es einfach an mein Gesicht dran halten, an die Augen und anschließend mit dem Garnier Reinigungsgel mein Gesicht nochmal abwaschen. Und jetzt kommen ein paar Tropfen einfach von diesem Gel. 2. Die mache ich jetzt auf mein Gesicht, verteile ich sie gut überall. Und das benutze ich, wie gesagt, nur abends. Das habe ich in den anderen Videos schon erwähnt, weil sonst meine Haut zu sehr austrocknet. Und ich finde den Geruch einfach so gut. Ich liebe diesen Geruch. Der beruhigt mich schon und stimmt mich auf den Abend ein, lässt mich einfach entspannen. Dann habe ich mein Foreo Luna Bürstchen, eins der ganz alten, günstigen. Ich glaube, die kriegt man jetzt für Umme fast. Ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist. Ich habe das irgendwie ganz günstig bei meiner Kosmetikerin gekauft und seitdem benutze ich das. Das ist eine leichte Massage dann abends, wenn ich zu faul bin, mir meine Face-Yoga-Massage zu machen. Dann nehme ich einfach die Bürste abends. Jetzt muss da noch ein bisschen Wasser hinterher und meine Gesichtsbürste. Und als nächstes habe ich hier meine Zahnbürste und Zahnpasta. Ja, Zähne putzen steht auch abends an, bevor ich mich jetzt hinsetze und entspanne. Weil gegessen habe ich eigentlich schon und wenn ich nochmal esse, kann ich nochmal Zähne putzen. Dann habe ich hier mein Augenserum. Ich habe euch gesagt, dass ich jetzt mir eine Augencreme noch dazu bestellt habe. Die ist noch nicht da, deswegen kommt nur das Serum drauf. Das ist mit so einer Pipette und ich mache mir einfach hier ans Auge ein bisschen und da noch ein bisschen, dann verteile ich das. Natürlich reicht das jetzt für mich, für meine Augenpflege gar nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie das Serum sonst in Kombi mit dem passenden Produkt natürlich ist. Es ist ein Serum, es war irgendwie von mir ein Fehler zu denken, dass das irgendwie was anderes macht. Und dann habe ich hier so ein von Catrice Glow 9% AHA Exfoliant. Das mache ich mir jetzt auf die Haut, lasse es kurz einwirken und dann mache ich meine
Creme drüber. Ja, das ist okay, sagen wir mal. Für den Preis ist es okay. Ich habe schon auf jeden Fall mal bessere probiert. Aber wenn man eine ganz junge Haut hat, sagen wir mal junge, so 25 Jahre alt, dann ist es. Oder wenn man gar nicht mit Exfolianten gearbeitet hat, ist das auch okay. Das ist nicht so stark. So, dann warten wir ganz kurz. Und dann habe ich eine Creme, Nachtcreme von Kiehl's. Die mag ich sehr gerne. Die kommt einfach ein bisschen oben drüber, damit die Haut auch gut genährt ist. Ich weiß nicht, ob man das so macht. Ich mache das so. Und ich hatte bis jetzt keine Probleme damit. Meine Haut ist am nächsten Morgen ganz, ganz frisch. So. So, ja dann. Das ist... Ach so, wir haben was vergessen. Die Lippen. Die Lippen benutze. Für die Lippen benutze ich so eins von Rival de Loop. Ja, das ist auf jeden Fall okay. Ich habe auch den für den Tag. Das ist so eine weiße. Sieht merkwürdig aus. Creme. Die kommt auf die Lippen drauf. Und ja. Pflegt die Lippen. Für morgens ist das mit so auch eine ähnliche Verpackung. Also gleiche Verpackung, nur die Schrift ist anders und das rosa. Ich muss sagen, mir gefällt es. Also es ist, sah nach weniger aus, als es macht. Es macht mehr, als ich dachte. Ach, und noch etwas habe ich vergessen. Ich habe hier so ein Wimpernserum, den habe ich bei meiner Kosmetikerin gekauft. Der ist auch richtig gut. Den benutze ich auch, mache ich direkt auf den Wimpernkranz. Kann ich euch auch mal zeigen. Also einfach direkt an den Ansatz der Wimpern. Auf beide Augen und das mache ich dann halt auch sogar, wenn meine Wimpern gewellt sind oder so, zur Unterstützung. Ich habe sowieso ganz dünne Wimperchen, die sind auch hell. Ich habe mir apropos überlegt, selber mir die Wimpern zu färben. Ich wollte dann die spezielle Farbe auch dazu kaufen. Ich habe jetzt nachgeschaut, man braucht eine Farbe, die dann schon recht dickflüssig ist, dass mir nichts ins Auge fließt. Und ich habe auch die Marke gerade vergessen, ich blende es euch hier ein. Die, die von allen anderen empfohlen wird, die hole ich mir auf jeden Fall demnächst irgendwann mal. Und dann probieren wir das auch zusammen aus, die Wimpern zu färben. Meine Waschmaschine läuft noch, die ich angemacht habe. Und ich mache mir jetzt einfach einen Tee und werde mich ins Wohnzimmer hinsetzen, mir eine Fußwanne machen und mich um meine Füße kümmern, mich entspannen. Und dann gehe ich in das neue, neu bezogene Bett. Ich liebe frische Wäsche. Ich liebe einfach frische Wäsche. Für die Fußwanne habe ich jetzt diese Wanne genommen. Die ist ausklappbar sozusagen, ausfaltbar. Die habe ich beim Shein bestellt. Kann ich euch gerne einen Link da lassen für die, die es interessiert. Und dann habe ich hier so ein Peeling und so eine Creme vor einiger Zeit gekauft, ein Handtuch. Das war's, liebe Leute. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen. Guten Morgen, meine Lieben. Ich werde mich jetzt fertig machen. Ich habe heute ein bisschen mehr Zeit mir freigenommen, eingeräumt. Dann kann ich euch auch ein bisschen was von meinem Morgen filmen. Ich bin extra früher aufgestanden, dass ich euch das abfilmen kann und auch ein paar Sachen erledigen. Gestern Abend habe ich mich leicht abgeduscht, das habe ich euch nicht mehr abgefilmt, aber heute früh dann halt nochmal. Weil ich einfach dieses frische Gefühl sehr, sehr gerne mag. All die Produkte, die ich jetzt verwende, zeige ich euch jetzt hier eingeblendet. Hier, glaube ich, besser meinen Bademantel an. Eingecremt bin ich. Was ich jetzt machen möchte, ist meine Haare ein bisschen tönen. Die haben schon einen Gelbstich bekommen. Das gefällt mir absolut gar nicht. Ich benutze das Produkt von Sayos. Das blende ich euch auch ein. Das Produkt gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist... Es hinterlässt einen sehr schönen Grauton, finde ich. Also so ein Platin-Grau-Blond-Ton. Und ja,
Das trage ich aber mit Handschuhen auf jeden Fall auf, weil ohne Handschuhe werden sich meine Hände einfach verfärben. Deshalb, und das weiße Handtuch kommt auch auf jeden Fall mal weg, weil wenn ich das mit dem weißen Handtuch machen werde, ist das, ja, das Handtuch ist dann hin. Damit ich meine Haare ein bisschen auskämmen kann und sich die Farbe gut verteilt, mache ich ein bisschen von diesem Kämm. Spray rein. Ich nehme das Kämm Spray, weil ich das überwiegend, also es ist zwar auch ein Hitzeschutz, aber ich benutze das eher, um meine Haare einigermaßen durchzukämmen, weil ich will nicht an meinen Haaren zehren, die sind nass und das macht die Haarstruktur kaputt, wenn man dann echt stark dran zehrt. Und anschließend, wenn meine Haare gefärbt sind, bevor ich sie föhne, benutze ich ein Öl. Das Öl ist von Vella Deluxe, das blende ich euch auch ein. Ja gut, das mache ich meist nur ein bisschen auf die Spitzen. Anschließend trockne ich meine Haare. So, die lila Creme ist drauf. Und tatsächlich ist es sogar besser als Olaplex, finde ich. Weil Olaplex irgendwie, ja, das ist schon gut, aber das da hat für mich einen besseren Effekt. Ich kämme das meist nochmal mit einem Kamm durch, damit sich das ja gleichmäßig verteilt und ich nirgendwo mit einem Gelbstich bleibe. Ihr seht, die Strähnen, die hell sind, werden auch gleich lila und ich lasse das jetzt 10 Minuten einwirken. Solange mache ich mir jetzt meine Augenpatches, trinke einen Kaffee, entspanne mich und pack vielleicht ein paar Sachen in meine Tasche ein. Und dann föhne ich die Haare. Also wasch die ab, föhne die, mach die Patches weg, mach mir Wimperntusche drauf und los geht's zur Arbeit. Und da sind die Augenpatches. Da sind welche von Isana, die waren einfach jetzt griffbereit. Die mache ich auch drauf. Ach, Lippenpflege habe ich vergessen. Ich habe euch doch gestern gesagt, dass ich so eine Morgenpflege habe. Hoppala, sorry, das war die Tür, die hat geknallt. Das ist die All-Day-Pflege von Rival de Loop. Sieht tatsächlich genauso aus. Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Ich verteile es immer mit dem Finger auf die Lippen. So schnell vergeht die Zeit. Wir haben wieder Abend. Ich bin von der Arbeit wieder zurückgekommen. Heute früh konnte ich nicht mehr weiter filmen. Das heißt, also bis die Farbe eingewirkt hat oder diese Tönung eingewirkt hat, bis ich dann meinen Kaffee entspannt getrunken habe, bis ich die Haare dann ausgewaschen und getrocknet habe. Also ihr seht, es hat jetzt noch ein lila Stich. Ich habe ein bisschen zu viel gehalten. Ich hätte es früher auswaschen sollen, aber Kaffee trinken war einfach so entspannt, dass ich einfach, ja, einfach vergessen habe. Zu lange einfach gehalten habe. Das macht nichts. Das lila, ein bisschen lila wäscht sich raus. Gar nicht so tragisch. Ja, ich habe mein Bett auch schon wieder aufgedeckt. Ich muss euch sagen, es ist ja super bequem, da drauf zu schlafen. Das Bettlaken, ich hätte mir ein Spannbetttuch gewünscht, weil das ist ja natürlich auch so eine Sache. Also ich kenne das zwar so schon, aber das muss man immer wieder glatt ziehen, straff ziehen, ist nicht jedermanns Sache. Ich, wie gesagt, würde mir da eher ein Spannbetttuch wünschen. Das wäre mir lieber oder irgendwie eine Möglichkeit, sodass es dann nicht so zusammenknüllt. Es war jetzt nicht in der Mitte gesammelt, aber dennoch. Naja, ansonsten ist das super weich zur Haut. Ich weiß nicht, vielleicht macht das auch weniger Falten. Gucken wir mal. Und wie ihr seht, ist es gar nicht zerknittert. Also es ist so, wie es heute früh oder gestern Abend, sagen wir mal, noch aussah. Nun gut, ich werde meinen Abend genießen, an der Stelle das Video beenden. Ich danke euch sehr, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wenn das Video euch gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like, über ein Herz in den Kommentaren. Schreibt mir, ob euch die Bettwäsche gefallen hat. Ihr müsst sie natürlich nicht kaufen. Das ist ja kein Kaufzwang, sondern es ist eine Kooperation zusammen. Vielleicht braucht ja jemand gerade Bettwäsche, sucht nach einer Bettwäsche. Ja, die ist wirklich schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Auf Dauer weiß ich nicht natürlich, wie das so ist, aber einmal waschen hat sie schon überstanden und einmal bügeln hat sie überstanden und eine Nacht hat sie schon überstanden und fühlt sich super gut an. Vicky hat sie auch sehr gut gefallen. Nun gut, dann
meine Lieben, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.